Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon von IT-Security-Sachen, aber ich werde heute fast nicht über IT-Sicherheit reden, sondern ich stelle die Frage, können wir wirklich der wissenschaftlichen Methode noch trauen? Und ich möchte gerne anfangen mit einem einfachen Beispiel. Wenn wir Wissenschaft machen, zum Beispiel, wir fangen mit einer Theorie und dann versuchen wir zu testen, ist es wirklich wahr? Ich habe gesagt, ich werde nicht groß über IT-Sicherheit, aber hier ist ein Beispiel aus diesem Bereich, also ein bisschen zumindest. Es gab mal einen Post auf Reddit, da war ein Foto von einem Buch und die These war, wenn ihr so einen Kristall braucht, schützt euch das von Computerviren. Das klingt für mich jetzt nicht sonderlich plausibel, weil es sind diese Kristalle, wenn du die auf deinen Computer stellst, dieses Buch sagt, das schützt euch vor Malware. Aber, wenn wir das jetzt richtig wissen möchten, wie das geht, machen wir jetzt mal eine Studie. Wenn ihr glaubt, Leute machen keine schönen und komischen Dinge, das ist nicht wahr. Die machen zum Beispiel auch Homöopathie oder andere verrückte Dinge. Es gibt wirklich viele nicht plausible Dinge. Also machen wir eine Studie. Wir machen jetzt eine randomisierte Kontrollstudie. Das ist sozusagen der Goldstandard für solche Tests in der Wissenschaft. Das ist also die Frage, sind diese Malachit-Kristalle wirklich sinnvoll, um uns zu schützen vor diesem Malware? Wie testen wir das? Unser Study-Design, also das Design unserer These, wir nehmen eine Gruppe von vielleicht, sagen wir, 20 Computernutzern und dann machen wir einfach komplett randomisiert zwei Gruppen daraus. Eine Gruppe kriegt einen von diesen Kristallen und sagen denen, stellt die bitte auf einen Computer drauf. Und die andere Gruppe, das ist unsere Kontrollgruppe. Das ist wirklich wichtig, weil wir wirklich wissen wollen, ob das wirklich hilft, müssen wir ja eine andere Gruppe haben, aber das dazu vergleichen können. So, dass wir da keine Placebo-Effekte haben oder so, kriegen diese Kontrollgruppe einen gefälschten Stein. So, damit können wir die dann zusammen vergleichen. Dann warten wir mal 6 Monate und dann gucken wir mal, wie viele Infektionen mit Malware wir hatten. Ich habe das nicht wirklich gemacht, aber ich habe eine Simulation dazu gemacht, mit einem Python-Skript. Und um diese Theorie zu gucken, ob das stimmt, habe ich diese random Daten generiert. Ich zeige jetzt nicht, wie das ganze Skript funktioniert, aber hier ist das Generieren der Daten. Ich nehme jetzt mal an, dass es 0 oder eine Infektion gibt und es ist total random. Und dann vergleiche ich mal die Gruppen. Und dann berechne ich sowas, das nennt sich ein P-Wert. Das ist ein ziemlich weit verbreiteter Wert in der Wissenschaft, wenn man Statistik macht. Der P-Wert, das ist ein bisschen technisch, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man keinen Effekt hat, dass man das gleiche Resultat kriegt. Das heißt auf der anderen Hand, wenn man zum Beispiel 20 Resultate hat in einer idealisierten Welt, dann ist einer ein False Positive, weil einer sagt, irgendwas ist passiert, obwohl es eigentlich nicht passiert ist. In vielen Feldern der Wissenschaft ist dieser P-Wert von kleiner auf 0,05, das ist, nennt man signifikant. Also diese 20 Studien. Also ein Fehler in 20 Messungen. Aber das sind optimierte Angaben. Und ich habe jetzt gesagt, das ist ein Skript und ich kann das einfach durchlaufen lassen. Ich habe das jetzt 20 Mal laufen lassen. Das sind hier meine 20 simulierten Studien. Die meisten von denen schauen jetzt nicht sonderlich interessant. Die sind also, wie gesagt, total random, aber nichts Signifikantes, außer, wenn man sich das hier genauer anguckt, da sieht man, dass die Leute, die einen Kristall hatten, die hatten in 1,8 Infektionen, die anderen hatten 0,8 Infektionen. Also der Kristall hat es schlechter gemacht. Aber auch dieses Resultat ist signifikant, weil der P-Wert ist 0,03. Also können wir das auch publizieren. Also gehen wir davon aus, ich hätte diese Messung wirklich so gemacht. Und über die anderen Studien, da denken wir jetzt nicht drüber nach. Die waren nicht interessant. Wer interessiert sich für nicht signifikante Daten? Also
Also ich habe jetzt gerade gezeigt, man kann signifikantes Resultat einfach aus randomisierten Daten generieren. Und das ist echt beunruhigend, weil Leute in der Wissenschaft, das kann man wirklich machen. Und dieses Phänomen, das nennt man einen Publikationsbias. Das, was hier passiert, wenn man eine Studie macht und wenn man ein positives Resultat kriegt, also man sieht das, was man sehen möchte und das publiziert, und wenn kein Effekt da ist, dann vergisst man das einfach und wirft es weg. Wir haben früher gelernt, dass mit diesem P-Wert von 0,05, das heißt, eine von 20 Messungen ist ein False Positive, aber normalerweise sieht man ja diese Studien nicht, die nicht signifikant sind, weil sie ja nicht publiziert werden. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was stoppt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir genau das tun? Also, dass wir so viele Experimente machen, dass das einer speziell aussieht. Und die beunruhigende Antwort ist, nichts ist der Grund. Nichts hält sie davon auf. Und das ist jetzt nicht nur ein theoretischer Ansatz. Ich möchte euch jetzt hier ein Beispiel geben, das wirklich wichtig ist. Und da wurde sehr viel Wissenschaft reingesteckt, und zwar geht es um Antidepressiva, die heißen SSRIs. 2008 gab es eine Publikation darüber, und das Interessante war, dass die amerikanische Essens- und Medikamentengesellschaft, die entscheiden, ob irgendwie ein Medikament kann wirklich zugänglich gemacht werden. Also die haben das Wissen über alle Studien, die gemacht werden, damit die das Medikament registrieren können. Und diese Wissenschaftlerinnen haben das angeschaut und haben das mal verglichen mit dem, was publiziert wurde. Und die haben gesehen, dass 74 Studien haben wirklich einen Effekt, also dass es wirklich eine Verbesserung ist für die Patientin. Und von diesen wurden 37 publiziert, aber es gab 36 von diesen Publikationen, die haben gesagt, dass es keinen Effekt gab, aber es ist nicht besser als das Placebo. Aber von denen wurden nur 14 publiziert, aber nur von diesen 14 haben 11 gesagt, dass das Resultat trotzdem positiv erscheint, also die Daten wurden entsprechend präsentiert. Es gibt auch viele Studien, die wurden nicht publiziert, weil es ein negatives Resultat war. Und es ist klar, wenn man sich das anguckt, was hier publiziert wurde, also wenn man die anderen komplett ignoriert, die negativ wurden, dann schauen diese Medikamente viel besser aus, als sie wirklich sind. Und es ist, also daher ist wirklich ein echter Effekt von Antidepressiva. Aber es ist nicht so gut, wie man es eigentlich geglaubt hat. Also, wir haben gelernt, dass man theoretisch mit Publication Bias ein Ergebnis aus dem Nichts generieren kann. Also, wenn du ein Ergebnis hast, was nicht wahr ist, aber du willst etwas publizieren, dann ist das aber nicht ganz so effizient. Du musst 20 Studien machen. Wie interpretieren wir unsere Ergebnisse? Es gibt effizientere Wege. Wenn man eine Studie macht, gibt es viele Mikroentscheidungen, die man treffen muss. Zum Beispiel, was machen wir mit Leuten, die die Studie abbrechen? Oder die umziehen, die man nicht mehr erreichen kann? Sie sind halt nicht mehr Teil der Studie. Was mache ich mit denen? Was mache ich mit Corner Cases, wo ich nicht weiß, ist das ein Effekt, ist das keiner, wie messe ich das? Vielleicht sucht man auch nach unterschiedlichen Faktoren, unterschiedliche Tests, die man machen kann an unterschiedlichen Leuten, kann für einige Variablen kontrollieren, teilt man Männer und Frauen in unterschiedliche Gruppen auf, tut man das nicht, teilt man nach Alter auf. Es gibt viele Entscheidungen, die man treffen kann, während man so eine Studie durchführt. Und jede dieser Entscheidungen hat natürlich eine kleine Auswirkung auf das Endergebnis. Es kann oft sein, dass man einfach nur durch Herumprobieren der Kombination dieser Effekte ein Ergebnis generieren kann, was so aussieht, als wäre es statistisch relevant, obwohl es gar keinen hat. Das nennt sich P-Hacking, wenn man so lange an seinen Methoden herumprobiert und herumstellt, bis man ein signifikantes Ergebnis erhält. Ich würde gerne sagen, dass es meistens keine bewusste Entscheidung ist, in der ein Wissenschaftler sagt, okay, heute mache ich P-Hacking, damit ich meine Studie durchführen kann, ein Ergebnis erhalte. Meistens glauben die Wissenschaftler an ihre Theorien, und sie glauben ehrlich.
Sie denken, dass die Theorie wahr ist, dass ihre Forschung das beweist. Und deswegen werden sie vielleicht unterbewusst entscheiden, wenn ich meine Daten so analysiere, sind sie vielleicht ein bisschen besser. Und so könnten sie sich unterbewusst sich selbst p-hacken, bis sie das Ergebnis erhalten, was sie gerne haben möchten. Und wieder können wir fragen, was hält Wissenschaftler von p-hacking ab? Und die besorgniserregende Antwort ist wieder dieselbe. Meistens nichts. Und ich komme zu diesem Ergebnis, dass die wissenschaftliche Methode eine Art und Weise ist, Beweise zu generieren für die Theorie, die man möchte. Und ihr könntet jetzt sagen, ja, das ist schon eine sehr direkte Art, das zu sagen. Und vor allen Dingen du, wo du gar kein Wissenschaftler bist, sondern nur irgend so ein Hacker oder so. Aber ich bin da nicht alleine. Es gibt ein Paper von einem berühmten Researcher namens John P. Ioannidis, der 2005 dieses Problem untersucht hat. Wenn man sich den Titel ansieht, dann fragt er gar nicht mal, ob die kürzlichen Ergebnisse falsch sind. Er erklärt nur, warum das so ist. Vielleicht werden negative Ergebnisse nicht publiziert, vielleicht hat man da ein bisschen Bias. Und das ist gar nicht mal so kontrovers, diese Meinung. Wenn ihr Leute fragt, die Meta-Science machen oder Wissenschaft über Wissenschaft und sich die Methoden anguckt, dann ist das so. Manche von ihnen sagen sogar, ja, so funktioniert Wissenschaft, das erwarten wir. Und das beunruhigt mich, denn wenn wir uns das sehen, normalerweise denken wir eigentlich das Gegenteil. Wenn Wissenschaft eine Methode ist, um sich Fakten zu generieren, wenn man über etwas Verrücktes nachdenkt, können zum Beispiel Leute in die Zukunft schauen, hat unser Geist zum Beispiel eine extra Fähigkeit, dass man Dinge fühlen kann, die zum Beispiel in einer Stunde passieren werden. Und da war ein Psychologe, der heißt Derek Bram, er dachte, das ist wirklich Fakt und er hat eine Studie dazu publiziert. Die hieß die Zukunft vorausfühlen. Er hat Experimente gemacht und er hat was gemessen und er hat gedacht, dass das wäre jetzt eine statistische Signifikanz, damit er voraussagen konnte, was passiert. Ich glaube nicht, dass es wirklich plausibel ist, basierend auf dem, was wir wissen über das Universum. Und das wurde wirklich publiziert in einem echten Journal. Und da waren so viele Dinge falsch mit dieser Studie. Das ist ein wirklich sehr schönes Beispiel für dieses P-Hacking, was wir gerade diskutiert haben. Und er sagt genauso, wie man P-Hacking macht, wie ich für euch beschrieben habe, wie P-Hacking funktioniert, das ist genauso, wie man Psychologie macht. Aber diese Studie war wirklich absolut in Linie mit den existierenden Standards in der experimentellen Psychologie. Also die konnten so zeigen, dass diese Voraussagekraft echt real ist. So, also wie können wir wirklich unseren Resultaten überhaupt noch glauben? Psychologie hat das wirklich breit diskutiert in den letzten Jahren. Also man hat wirklich diese Replikationskrise, diese Reproduzierungskrise. Viele Effekte in der Psychologie hat man gedacht, waren echt. Und die haben das versucht zu wiederholen, aber die haben nicht die gleichen Resultate reproduzieren können. Auch wenn wirklich ganze Subfelder darauf basiert waren, dass das wahr ist, was die Leute da publiziert haben. Und ich möchte euch gerne ein Beispiel zeigen. Das ist eins, das nicht so oft diskutiert wurde. Da gibt es diese These, die heißt Moral Licensing, also die Idee dahinter ist, wenn man etwas Gutes tut oder was man denkt, dass es gut ist, dass man sich dann später wie ein Arsch verhält. Also die Idee ist, wenn ich denke, ich habe was Gutes gemacht, ich muss dann nicht mehr nett sein. Und da gibt es ein paar sehr bekannte Studien dazu, dass diese These, dass die Leute, die biologisches Essen konsumieren, dass die Leute mehr verurteilen oder sie einfach weniger nett sind zu ihren Mitmenschen. But just,
Aber erst gerade letzte Woche hat jemand versucht, das zu reproduzieren. Und die haben das dreimal versucht mit besserer Methodik. Und die haben diesen Effekt einfach nicht wiederfinden können. Aber was man hier sehen kann, sind sehr viele Artikel in den Medien. Ich habe keinen einzigen Artikel gefunden, dass diese Studie nicht reproduzierbar war. Vielleicht kommt die noch, aber das ist ein sehr neues Beispiel. Ich möchte euch jetzt kurz warnen, weil ihr denkt jetzt vielleicht auch diese Psychologen und Psychologen, das klingt alles ein bisschen komisch, die glauben so, dass diese Vorhersagekraft wahr ist. Und aber ehrlich gesagt, vielleicht ist dein Feld nicht viel besser, weil du weißt es vielleicht nicht, weil es hat noch niemand wirklich versucht, Daten zu reproduzieren. Andere Felder haben diese Probleme auch, der Reproduzierbarkeit, und die sind viel schlimmer. Zum Beispiel die Pharmafirma Amgen, die haben 2012 ein Paper publiziert, die haben versucht, Krebsforschung zu reproduzieren. Also so in einer Petrischale oder Tierversuche, also nicht Medikamente an Menschen, aber das passiert vorher. Und die waren nur fähig, 47 von 53 Studien wirklich zu reproduzieren. Und das sind wirklich wichtige Studien, die wirklich in hervorragenden Journals publiziert wurden. Das Problem ist, die haben nicht alles publiziert, die haben nicht gesagt, welche Studien waren die, die sie nicht reproduzieren können. Inzwischen haben sie drei von diesen Reproduktionen haben sie publiziert, aber das bringt ein neues Problem. Die haben zwar gesagt, dass sie es gemacht haben, und sie haben gesagt, sie haben eine Kollaboration gemacht mit einer ursprünglichen Wissenschaftlerin, aber sie haben das nur gesagt, auf der Basis, dass sie diese Resultate nicht produzieren würden. Also, es gibt manche Felder, die haben gar kein Replikationsproblem, denn niemand versucht zu replizieren. Ich meine, dann kann es ja gar kein Problem geben. Also, was können wir jetzt dagegen tun? Und vom Grund auf her, das Kernproblem ist, dass der wissenschaftliche Prozess mit den Ergebnissen eng verbunden ist. Wir machen eine Studie und nur danach entscheiden wir, ob sie publiziert wird oder nicht. Oder wir machen eine Studie und erst wenn wir alle Daten haben, versuchen wir sie zu analysieren. Also müssen wir den wissenschaftlichen Prozess von seinen Ergebnissen entkoppeln. Und ein Weg, das zu tun, ist Vorregistrierung. Das heißt, bevor ich anfange, eine Studie durchzuführen, registriere ich das bei einem, der es publiziert, und sage denen, hey, ich mache eine Studie über diese Medizin oder diesen psychologischen Effekt und so werde ich es machen. Und später können die Leute prüfen, ob man das wirklich so getan hat. Ja, das ist, was ich gesagt habe. Und das wird meistens in der Erprobung von Medikamenten gemacht. Insgesamt kann man sagen, es funktioniert nicht sehr gut, aber es ist besser als gar nichts. Und das Problem ist hauptsächlich, dass man die Methode auch durchsetzt. Leute machen eine Studie, die sie vorher registriert haben, publizieren sie und niemand überprüft das Ganze. Es gibt hier zwei Kampagnen, die ich nennen möchte. Das ist einmal All Trials von Ben Goldacre, ein britischer Arzt. Und sie verlangen, dass absolut jede Studie, die zu einem Medikament gemacht wird, publiziert wird. Und vom selben Herrn gibt es noch das Projekt Compare, in dem geprüft wird, ob eine medizinische Studie, die registriert und später publiziert wurde, auch so durchgeführt wurde, wie sie registriert wurde, oder ob man am Protokoll oder an der Methodik etwas geändert hat, um ein Ergebnis zu halten, was man sonst nicht kriegen würde. Aber andererseits, diese medizinischen Probleme kriegen oft viel Aufmerksamkeit und das aus gutem Grund, denn wenn man in der Medizin schlechte Wissenschaft anwendet, dann sterben Menschen, das ist schlimm. Aber wenn man darüber sich schlau liest, muss man immer darüber nachdenken. Diese Probleme, ja, existieren, aber immerhin haben sie eine Vorregistrierung. Die in den meisten Feldern wird sich darum nicht mal gekümmert, um das Problem. Also wenn immer ihr etwas über das Thema Publication Bias in der Medizin hört, dann solltet ihr euch bewusst sein, das passiert überall, aber die meisten tun überhaupt nichts dagegen. Und besonders diesem Publikum möchte ich sagen, dass es
einen Trend im Moment gibt, dass Leute aus dem Bereich der Computerwissenschaften die Medizin revolutionieren wollen, mit Big Data, Machine Learning und so weiter, was prinzipiell okay ist, aber viele Leute in der Medizin haben große Sorgen darüber. Aus deren Sicht hat die Computerwissenschaft nicht dieselben Standards wie die Medizin. Der ITler sagt eher, nein, wir müssen hier keine Studie zu durchführen, es ist doch klar, dass das hilft, das ist offensichtlich. Und das macht mir Sorgen. Ich komme aus dem Bereich Computerwissenschaften und ich verstehe, warum die Mediziner sich hier Sorgen machen. Ja, es gibt eine Idee, die noch weiter geht als die Vorregistrierung, und das ist die Registrierung von Berichten. Vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler einen offenen Brief an die britische Zeitung Guardian geschrieben. Und der Inhalt des Briefes ist, dass man den Publikationsprozess komplett umdreht. Also wenn ich eine Studie machen will, muss ich zuerst das Studiendesign dem Journal schicken, das später publizieren soll. Das Journal entscheidet dann, bevor Ergebnisse existieren, ob das so publiziert wird. Und erst danach wird die Studie durchgeführt, was ein Publication Bias verhindert, denn niemand kann die Werte manipulieren. Und dann wird die Studie durchgeführt und wird publiziert, egal was das Ergebnis war. Es gibt natürlich auch andere Methoden, die Wissenschaft zu verbessern. Es gibt viel Diskussionen im Bereich Daten, Code, Methoden, Teilen. Wenn ich eine Studie reproduzieren will, ist es natürlich einfacher, wenn ich alle Details habe über die ursprüngliche Durchführung. Dann kann ich sagen, okay, wir machen jetzt Zusammenarbeit in ganz großem Stil, denn viele Studien sind einfach zu klein. Wenn ich eine Studie mit 20 Leuten mache, kriege ich oft kein verlässliches Ergebnis. Und oft wäre es also besser, wenn sich 10 Teams von Wissenschaftlern zusammentun und zusammen eine große Studie machen, die verlässlich eine Frage beantworten kann. Einige Leute schlagen auch vor, dass man höhere statistische Grenzwerte etabliert, da ein P von 0,05 fast nichts bedeutet. Es gab vor kurzem ein Paper, was vorschlug, dass man den Punkt einfach einen nach links rum für P gleich 0,005, was schon viele Probleme lösen würde. In der Physik zum Beispiel haben sie etwas namens Sigma 5, was 0,5 Nullen und dann eine 3 bedeutet. Das ist hier in der Physik ein sehr, sehr deutlich höherer statistischer Standard. Also, wenn ihr in irgendeinem wissenschaftlichen Feld arbeitet, könnt ihr euch fragen, wenn ich Ergebnisse habe, sind die irgendwie vorregistriert worden? Publizieren wir negative Ergebnisse? Also, wir haben nach einem Effekt gesucht und nichts gefunden. Gibt es Replikationen von unseren relevanten Werten? Und ich würde sagen, wenn du all diese Fragen mit Nein beantwortest, dann machst du wahrscheinlich nicht Wissenschaft. Was du machst, ist die Alchemie unserer Zeit. Thank you very much. No, I have more. Sorry. Danke. Nein, ich habe mehr. Das war nicht das Ende. Please. Yeah. Ein großes Problem ist auch, dass es negative Anreize in der Wissenschaft gibt. Eine Standardmethode, um zu evaluieren, welche Wirkung eine Studie gehabt hat, ist einfach die Zitierung zählen, der sogenannte Impact Factor. Aber es gibt auch andere Methoden, das zu messen. Universitäten mögen natürlich auch Publicity. Wenn deine Studie in den Medien landet, mag dich die Universität. Und diese Anreize favorisieren interessante Ergebnisse im Gegensatz zu korrekten Ergebnissen. Und das ist schlecht, denn wenn man realistisch ist, sind die meisten Ergebnisse nicht sehr interessant. Die meisten Ergebnisse werden sein, oh ja, wir haben diese interessante, völlig gegen die Intuition gehende Theorie und wir hatten Unrecht. Und dann ist die Frage, korrigiert die Wissenschaft sich selbst? Wenn man Wissenschaftler mit Problemen wie P-Hacking und Publication Bias konfrontiert, dann werden sie sich doch sicher sofort ändern. Das machen Wissenschaftler doch, klar? Naja, und ich würde gerne etwas zitieren.
Entschuldigung, es ist ein bisschen lang, aber es gibt einige Hinweise, dass in Feldern, in denen statistische Tests der Signifikanz oft genutzt werden, wird Forschung, die nicht signifikante Ergebnisse liefert, oft nicht publiziert. Solche Ergebnisse werden auch, signifikante Ergebnisse sind oft nicht unabhängig verifiziert. So, by a statistician called Theodore Sterling. Von Theodore Sterling wurde gesagt, weil Wissenschaft selbst korrigiert ist, hat er 1959 gesagt, dieser Artikel zeigt Fakten, dass die publizierten Resultate von wissenschaftlichen Untersuchungen sind nicht ein repräsentatives Beispiel der Resultate. Diese Resultate zeigen also, dass das, die Praxis, die wir gerade haben, biased ist und dass sich das nicht geändert hat für die letzten 30 Jahre. Wenn also Wissenschaft wirklich selbst korrigieren ist, dann ist es extrem langsam, das wirklich zu tun. Und nun schlussendlich möchte ich fragen, seid ihr bereit für langweilige Wissenschaft? Warum? Weil das Resultat, wir können uns auswählen. Wir können sagen, wir können wählen zwischen TED-Talk-Wissenschaft und langweiliger Wissenschaft. So, with TED-Talk Science, diese TED-Talk-Wissenschaft, da kriegen wir meistens positive und überraschende Resultate. Das sind immer interessant. Wir haben große Effekte, viele Zitierungen, sehr viel Medienaufmerksamkeit und das Beste ist, man kann natürlich einen TED-Talk darüber haben. Aber normalerweise ist es nicht so ganz wahr. Auf der anderen Hand, langweilige Wissenschaft als Alternative. Das sind meistens negative Resultate. Die sind kleine Effekte, es ist langweilig, aber es ist wahrscheinlich näher an der Wahrheit. Und ich würde sagen, ich bevorzuge langweilige Wissenschaft, aber ich weiß, es ist ziemlich schwer zu verkaufen. Sorry, I didn't hear that. Tut mir leid, den Zwischenruf habe ich gerade nicht gehört. Yeah, thanks for listening. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you. Two questions or? Wir haben nicht so viel Zeit für Fragen, aber 3 Minuten. Eine Frage. Los. Ich möchte bemerken, dass du was verpasst hast. Und zwar, du hast das, die P-Werte zusammengebracht mit wissenschaftlichen die P-Werte und die wissenschaftliche Methode ist nicht das Gleiche, darf man nicht vermixen. Der P-Wert berechnet eine Wahrscheinlichkeit. So, es gibt eine Abschätzung, ob die Hypothese wahr ist. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Methode, das zu machen. Und das ist vielleicht eine dritte Methode zu langweiliger Wissenschaft. Sorry, you have a brief reaction. We only have 2 minutes. I agree with you. I unfortunately I only had half. Ich stimme dir zu. Ich hatte leider hier nur eine halbe Stunde Zeit. Wo gehst du nachher hin nach diesem Vortrag? Finde ich dich irgendwo, damit wir das noch diskutieren können? You know, science is broken, but then science is, it's a little bit like the next lecture actually that's waiting there. It's like Wissenschaft ist zwar kaputt, aber es gibt immer den nächsten Punkt. Jeder wendet sich einen anderen. One minute? Vielleicht noch eine Frage in der letzten Minute. Please, go ahead. Bitte. Hi, thank you for your talk. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Mich würde wundern, es gibt vielleicht verschiedene Arten, das passiert manchmal auch aus Ignoranz. Also was machen wir über diesen die schlechten Spieler? Zum Beispiel diese ganze Medizin-Community, diese Medikamentenfirma, Pharmabranche, dass die wirklich bessere Resultate haben möchten. So, was machen wir gegen die Leute, die bösartigerweise P-Hacking machen? I mean, it's a big question, right? Das ist echt eine große Frage. Die Standards zeigen, da gibt nicht viel Raum, um zu betrügen. Und ich glaube auch nicht, dass es dass das Problem ist, dass Leute wirklich absichtlich betrügen. Das große Problem ist wirklich, dass die Leute glauben, dass das, was sie tun, da wirklich wahr ist. Okay, one last. Wir haben Zeit für eine letzte Frage, bitte. So,
the value in science is often a count of publications, right? Der Wert in der Wissenschaft ist offen die Anzahl der Publikationen. So, wenn das wirklich wahr ist. Du hast vorgestellt, dass es Pernis gibt, das anders machen. Also dass die Journals wirklich in die Mangel genommen werden müssen, damit die den Standard höher nehmen, dass sie, bevor sie ein Paper akzeptieren, das nachprüfen. Also denkst du, es sind die Journals, die da wirklich mehr reintun wollen, oder sind wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt? Es gibt Journals, die haben diese Registry Reports, also es gibt diese Standards bereits. Aber natürlich als Einzelwissenschaftlerin hast du natürlich wenig Macht, weil du bist nur ein Spieler im ganzen System. Okay, das ist es. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Frau Blauwal und Duckman. Sie hörten Broken Science. Bitte wende dich mit Feedback an.